Für die Führung bitte geschlossen einem sitzen bleiben, aus hygienischen Gründen nicht erst im Zug. Die Fahrt kann weitergehen. Ich wünsche viel Spaß dabei. Und bei der Fahrt, heute im Tag auch noch. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen im Legoland Express zu einer Rundfahrt durch den Park. Im Legoland gilt das Motto, erlebt das Abenteuer. Und so führt uns die Reise vorbei an wilden Tieren, an den schönsten Städten Europas, wilden Achterbahnen und vielen anderen Besuchern, die sich alle freuen, wenn ihr ihnen kräftig zuwinkt. Was wird es denn auf einmal so dunkel? Wir fahren gerade mitten durch die Allgäuer Alpen, an deren Fuß das imposante Schloss Neuschwanstein steht, bei uns aus über 300.000 Legosteinen. Direkt daneben könnt ihr einen Blick auf den Münchner Flughafen werfen. Sogar der A380 ist hier aus Lego nachgebaut. Rechts von euch seht ihr das Star Wars-Universum. Hier könnt ihr auf 140 Quadratmetern die bekanntesten Szenen aus allen Star Wars-Filmen bewundern und Meister Yoda, Darth Vader und Obi-Wan Kenobi bei ihren Abenteuern über die Schulter schauen. Für die 2000 Modelle mussten 1,5 Millionen Lego-Steine verbaut werden. Dafür haben unsere Modelldesigner 13 Monate gebraucht. Das Kristallgebäude vom Planeten Christophsis aus der Serie The Clone Wars ist übrigens das größte Lego-Star-Wars-Gebäude. Es besteht aus 45.000 Steinen und ist mit einer Höhe von 2,50 Meter schon von Weitem zu sehen. Das kleinste Modell mit nur 30 Steinen ist Jedi-Meister Yoda. Ihr könnt ihn ja später mal suchen. Wo sind wir denn nun gelandet? Ah, im Hamburger Hafen. Schiffe wie die Rigma Rigmas oder die Kap San Diego liegen hier vor Anker. Sage und schreibe, 25 Millionen Lego-Steine sind in Miniland verbaut. Verpasst nicht, euch auch das Münchner Fußballstadion Allianz Arena anzuschauen. Es ist mit über 1 Million Lego-Steinen das größte Lego-Gebäude der Welt. Achtung! Jetzt mal eine der Kanzlerin winken. Vor den Toren des Reichstags in Berlin empfängt sie gerade hohen Besuch. Was für ein Trubel das ist! So viele Fotografen und Polizisten. Schaut doch später einfach nochmal vorbei und findet selbst heraus, wer bei Frau Merkel zu Gast ist. Wer so viel erlebt, dem knurrt auch mal der Magen. Stärken könnt ihr euch zum Beispiel hier links im Café Einstein bei Snacks und Getränken, Kaffee und Kuchen. Und ihr habt die Gelegenheit, in den Lego-Shop zu schauen. Hier gibt's alles, was das Herz von echten Lego-Fans überschlagen lässt. Im schönen Venedig rechts küsst sich sogar ein Lego-Liebespaar auf einer der vielen Brücken. Seemann, Ahoi! In der Hafenrundfahrt links sind unsere kleinen Besucher große Kapitäne und steuern ihr Boot ganz selbstständig. Das klappt ja schon wunderbar. Naja, bis auf ein paar kleine Ausreißer. Selber machen ist im ganzen Legoland-Park gefragt. Bei uns könnt ihr alles ausprobieren und jede Menge Neues entdecken. Weltweit einmalig ist unsere neue Attraktion Flying Ninjago in Little Asia rechts von euch. Nur hier könnt ihr in die Lego Ninjago-Welt eintauchen und in 22 Meter Höhe turbulente Abenteuer auf euren Drachen erleben und beweisen, dass ihr echte Ninja seid. Braucht in der Hyundai Legoland Fahrschule. Nach einer kurzen Verkehrsregelkunde geht's rein in die schnittigen Legoland Blitzer und mit 6 km pro Stunde durch den Parcours mit echten Schildern, Ampeln und viel Verkehr. Kinder zwischen 7 und 13 Jahren können hier mit Hyundai ihren ersten eigenen Führerschein machen. Für die Jüngeren gibt's die Junior Fahrschule gleich nebenan.
Und nun könnt ihr einen Blick ins Innere der Hero Factory werfen. Diese Heldenfabrik macht ihrem Namen alle Ehre, denn hier sind echte Helden gefragt. Wer mutig genug ist, kann sich von einem der Roboterarme durch die Luft wirbeln lassen. Das Besondere, ihr wisst nie, in welche Richtung der nächste Looping euch dreht. Mit den wilden Feuerdrachen hier links nicht verpassen. Natürlich nur, wenn ihr für die rasanten Kurven schon mutig genug seid. Hoppla, da kommt ja schon wieder der Bahnhof in Sicht. Das ging ja wunderbar. Wir hoffen, die Fahrt hat euch gefallen. Und jetzt geht's auf eure eigene Entdeckungstour durch den Park. Wenn es euch bei uns gefallen hat und ihr wiederkommen möchtet, lohnt sich die Legoland-Jahreskarte. Weitere Empfehlungen durch der Gründer, der Umsteiger, der Freitag.